Einen wunderschönen guten Abend, auch von meiner Person. Ich bin sehr, sehr froh, ein paar einleitende Worte zu diesem Thema verlieren zu dürfen. Mein Text trägt den Titel Mindesthohn und ich möchte in einigen einleitenden Worten erklären, wie es zu diesem Text kam und warum ich ihn geschrieben habe. Wann habe ich diesen Text geschrieben? Ich habe ihn geschrieben im Zuge der Bundestagswahl, weil mich der Diskurs über Armut und über das Mindeste, was man Menschen für zu verrichtende Arbeit geben sollte, angeekelt hat. Und ich möchte mit diesem Beitrag ein wenig aufrütteln und dafür plädieren, dass man den Menschen, die arbeiten müssen in diesem Land, den Respekt und die Würdigung entgegenbringt, und zwar in Form von einem fairen und für das Leben ausreichenden Lohn. Wenn ich an dieser Stelle schon über den Lohn spreche, noch eine weitere Anmerkung, die mir für die Einordnung des folgenden Textbeitrages wichtig ist. Aus meiner Sicht ist der Lohn als zu unterscheidendes Kriterium nicht geeignet, wenn es darum geht, die Arbeit von der sogenannten Nichtarbeit zu unterscheiden, die Produktivität vom sogenannten Parasitismus und auch die Reproduktion von der Produktion. Und wenn wir das nicht kritisieren, wird es weiterhin möglich sein, dass Menschen geschlechtsspezifisch unterschiedlich bezahlt werden in diesem Land. Und dazu möchte ich aufrufen, darüber nachzudenken. Nun zu meinem Text. Ich habe in Düsseldorf in einer Tankstelle gearbeitet und dort habe ich mit einer Person gearbeitet und diese Geschichte möchte ich erzählen. Sie heißt Petra, hat das hauptberuflich getan. Ich werde später im Verlauf des Textes darauf rekurrieren. Diese Geschichte muss heute erzählt werden. Der Text trägt den Titel Mindesthohn. Im Nebel eines Plattenbaus, wo Ratten faule Sachen kauen, liegt tief gehüllt in Wolkendecken, Leben noch im Schattengrau, wo Egel dann zwecks Fasten brechen, leise schleckend Reste snacken, sich der Tag in Watte taucht und lange noch zum Aufstehen braucht, dort pflückte man vom Himmel auch die Platte aus Beton und Staub und baute graue Zellen auf zum Menschenmassenhaltungshaus und auch. An jenem Morgen raucht sich Petra zwecks dem Sorgenstau zu allererst eine Kippe aus dem allerfeinsten Lungenkraut um 6. Beginnt die Arbeitsschicht, die richtet sich nach Sparpreis schlicht im Angesicht von Tageslicht, schaut Petra mich kurz an und spricht, sie mal pünktlich und gründlich, gibet stündlich, 8,50. Petra steht zu Anfang jener Tage schon am Tresen und packt Ware streng nach Plänen in Regale, selbst im Schlafe kennt sie vage jede Nase hier beim Namen. Ach moin, Herr Zeiler, ich weh schon, einmal die Bild und einmal die FAZ, da wird dazu vielleicht noch ein bisschen Journalismus sein. Ja, das sind 180 Zentimeter viel gepflegter Miese-Petra. Szenenwechsel. Am gut frisierten Wiesengrün, wo Lilien an Fliesen blühen, sitzt oben auf dem Reichstagsbau, befestigt über Schiebetüren, schweigsam dann der Leitsatz auf dem deutschen Volke. Meint das auch? Den Menschen, der zwecks Leiharbeit am freien Tag zu Fleiße neigt, denn drinnen sagt aus Dreistigkeit ein Mann zum Thema Zeitarbeit, hätten sie was Anständiges gelernt, müssten sie keine 3 Minijobs machen. Ja, das ist Überheblichkeit. Zeitarbeit, sagt Petra, das ist der Tinder der Arbeitsverträge. Das ist wie, wenn du einen Menschen kennenlernst und in den nächsten 3 Wochen sagt dieser Mensch zu dir, ja klar, ich habe sehr viel Lust auf Sex, aber danach auch, aber nicht mit dir. Dit ist Zeitarbeit, sagt Petra. Und draußen sitzt dein Anzug dann im Wagen noch am Straßenrand und sagt genervt im Laden dann halt, dass er nicht lang warten kann und fragt aus purem Tatendrang, sagen Sie mal Petra, machen Sie das eigentlich hauptberuflich? Nee, Weste, sagt Petra, ich mache ihm ein freiwilliges soziales Jahr, um so neureiche Pflegefälle wie Sie zu betreuen. Habe ich mir ein Ticket für das Konzert gekauft oder warum spielen Sie die Arschgeige? 8,50. Sind hier Stundenlohn und 14 Cent für den Moment, in dem der Zeiger Runde kreist und das eine Minute nennt. Einmal 14 Cent sind Kinderlachen, große Augen, Colaflaschen. 28 sind die Damen, fröhlich grüßen, früh am Tage. 5×14 sind ein Danke, schönen Tag noch, selbst am Rande, denn das Gegenteil kann zeigen. 12×14 sind hier Schweigen, keine Geste will verweilen. 6×14 Cent fürs Zweifeln, 6×14 für die Frage nach dem Wert der eigenen Tage. 5×14 sind hier Petra aus den Mündern ihrer Lehrer. 4×14 sind die Leiden, keinen Abschluss vorzuweisen. 5×14 sind die Waren, die zwecks Einräumen sich stapeln. 2×14
14 sind die Seufzer von der Ungeduld der Käufer, 11 mal 14 sind die Sorgen um das Wohl der Tochter morgen und die letzten 14 Cent, die bleiben, sind die Frage, kann das reichen? 14 Cent mal 60 sind 8,50. Ja, man schätzt sich, 14 Cent, das scheint der Wert. Deine Arbeit pro Minute, die sich richtet nach dem Zeitvermerk und selten noch am guten 14 Cent bekommt die Schwester. Pro Minute, die sie pflegt, 14 Cent für 11 Geschichten, alle gleichzeitig erzählt, 1.000 Euro und 400. Eine Minute Markus Lanz für einen Mann, der, tja, wen wundert's, nur von sich erzählen kann. 14 Cent, das sind ein Darmbruch. Einer Frau, die sich im Schlafe nicht erinnert an die Warnung, denn der Alzheimer fürs Tage, 14 Cent bedeutet Leben. Dort im Plattenbau der Stadt, 14 Cent getropft als Regen durch das durchgeweichte Dach, 1.000 Euro. Dann die Häme, die von RTL erzeugt, über Menschen, die sich schämen, gibt's eine Soap zu unserer Freud. 70.000 und 400, eine Minute Militär, 14 Cent für Kindergärtner, für das Gleiche nur mit Herz und für Petra heißt es weiter. Nach der Arbeit bleibt ihr leider keine Zeit für Mittagspausen, denn der Zeiger wandert weiter und es scheint ihr unvermeidbar, sich die letzte Kraft zu rauben, zum Geburtstag für die Kleine noch ein Dreirad einzukaufen, welches kostet um die 1.000. 14 Cent Minuten schlicht für ein Stückchen Glück im Glauben an ein Lächeln im Gesicht und es geht nicht nur um Zahlen, sondern mindestens zu Recht, um ein Mindestmaß an Klarheit, welche maximal versteckt, dass ein Maximum von Arbeit hier nur minder wird geschätzt. Denn ihr fehlt uns neben Wahrheit auch das Mindestmaß. Respekt für das. Für das, was Menschen leisten. Und wenn dieser fehlt, was bleibt uns schon? Im Grunde doch nur Mindesthohn. Vielen Dank.